Servus zusammen, heute schauen wir uns an, wie wir mit Tiefenunschärfe arbeiten können, wie ihr das hier schon sehr schön seht. Wir haben hier vorne den Fokus, hinten wird eine spannende Tiefenunschärfe erzeugt und nicht nur das, sondern wir wollen auch den Fokus aktiv steuern können, dass wir jetzt beispielsweise den Fokus eher auf das Heck unseres Fahrzeugs legen und hier vorne die Tiefenunschärfe haben und somit ganz aktiv diesen Brennpunkt quasi steuern können, um so erste Screenshots, erste Visualisierung aus Maya rausholen zu können, ohne den Umweg gehen zu müssen, erst in einem Visualisierungsprogramm zu arbeiten, wie eventuell Fred oder Unreal oder irgendeine andere Engine oder selbst in Maya, wo man irgendwie dann noch super viel einstellen muss in Arnold, sondern hier geht es wirklich darum, schnelle Visus rauszukriegen, die ich auch aktiv drehen, aktiv bewegen kann, ohne dass ich eben das Problem habe, dass ich irgendwie auf eine große Renderzeit angewiesen bin, sondern das Ganze soll wirklich in Realtime, in Echtzeit ablaufen. Hierfür könnt ihr euch dieses Fahrzeug runterladen. Das gibt es auf Turbo Squid umsonst. Ich mache den Link unten in die Beschreibung. Ansonsten könnt ihr das natürlich auch einfach mit jeglicher anderen Geometrie nachbasteln. Viel Spaß beim Nachmachen. Okay, als erstes brauchen wir eine neue Kamera und das können wir über verschiedene Wege lösen. Wir können entweder auf Panels, Perspective und hier dann auf New gehen und somit eine neue Kamera erzeugen. Wir können auf Create Camera und können uns hier eine Kamera erzeugen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir machen es jetzt einfach mal über Panels, Perspective, New und dann kriegen wir hier eine neue Kamera und springen direkt in die Reihen und die ist jetzt leider verdreht, ist aber gar nicht so schlimm. Wir bringen die einfach in die richtige Position und was wir jetzt hier sehen, ist der klassische Fehler bei einer Kamera. Wir haben diese flickernden Kanten, wo das so aussieht, als ob wir irgendwas doppelt hätten. Es ist aber eigentlich nur ein Fehler der Clipping Plane. Das können wir leicht beheben, wenn wir auf Attribute Editor und dann bei Camera die Near und Far Clipping Plane anpassen. Die Near Clipping Plane sagt quasi aus, was als allernächstes gerendert werden soll an der Kamera. Das sieht man am besten, wenn ich die Kamera mal etwas höher stelle. Dann sieht man, dass jetzt quasi diese Clipping Plane auf 1000 Maya-Einheiten quasi eingestellt ist. Und ich jetzt quasi dieses Objekt somit durchschneide, kann man für verschiedene Operationen aktiv nutzen. Wir brauchen das jetzt allerdings nicht. Wir wollen es aber auch nicht ganz so groß machen, deswegen stellen wir das hier einfach mal auf 10 und wir sehen, dass jetzt dieser flickernde Kanteneffekt verschwunden ist. Wenn wir das nochmal runterdrehen, das ist vielleicht ein bisschen arg extrem, wenn wir das nochmal hier hindrehen, dann sehen wir, alle Kanten sind am Flickern und alles sieht komisch aus, aber mit 10 fahren wir hier bei der, bei dieser Geometrie ganz gut. Dann können wir die Far Clipping Plane einstellen, die ist quasi genau dasselbe, bloß umgedreht. Also bis wohin soll Maya denn das Ganze rendern? Ich suche hier mal kurz einen Sweet Spot. Hier zum Beispiel bei 5000 sehen wir, würde dann quasi diese Far Plane existieren und da quasi als letztes das Objekt noch rendern. Und umso genauer ich diese Planes eingestellt habe, also umso genauer ich hier quasi gerade so das Ende meines Fahrzeugs treffe, umso genauer ist später auch die Darstellungsqualität. Aber man hat hier durchaus ein bisschen Spiel. Also selbst wenn ich das jetzt wesentlich höher einstelle, sieht das nicht super schlecht. Am stärksten sichtbar ist das allerdings bei der Near Clipping Plane. Okay, das ist mal die Basiseinstellung, die ich für meine Kamera treffen muss und wir benennen uns die wie immer direkt richtig. Das können wir einfach hier oben machen. Ich nenne die mal Camera Depth, dass wir die Tiefe hier jetzt einstellen und genau das wollen wir jetzt auch machen. Dazu gehen wir hier nochmal in den Camera Depth Shape rein und machen uns hier mal kurz alle Fenster zu und hier gibt es einmal Depth of Field, also Tiefenunschärfe und wenn wir das anmachen, dann sehen wir, dass nicht nur hier dieses Feld aktiviert wird, sondern wenn ihr mal hier oben drauf schaut, hier wird gleichzeitig auch das Tiefenunschärfe Logo quasi aktiviert. Und jetzt sehen wir erstmal gar nichts, also wir sehen keinen Unterschied. Was wir einmal einstellen können, ist, dass wir die Brennweite ganz weit runterstellen, beziehungsweise den F-Stop und dadurch die Tiefenunschärfe früher generieren. Und was wir jetzt auch noch machen können, ist, wir können den Focus Region Scale auch noch kleiner machen, um die Tiefenunschärfe früher
einzublenden. Was wir jetzt auch noch brauchen ist, wir müssen hier die richtige Tiefe finden, um diese Tiefen und Schärfe wirklich sichtbar zu machen. Was auch noch enorm wichtig ist, also abgesehen davon, dass ich Depth of Field an meiner Kamera anschalte, muss ich das Depth of Field auch hier oben nochmal aktivieren. Also hier wird es quasi einmal nur freigeschalten und jetzt muss ich nochmal draufklicken, um diese Tiefenunschärfe zu aktivieren. Wie gerade gesagt, ich habe jetzt den F-Stop schon mal sehr, sehr klein eingestellt und diesen Focus Region Scale, also quasi den Maximierer dieses F-Stops, habe ich auch nochmal runtergedreht, um hier eine sehr starke Tiefenunschärfe zu haben. Damit kann ich jetzt einteils rumspielen. Wir lassen es jetzt aber mal so extrem, beziehungsweise gehen mal hier auf Komma 2, dass wir die Tiefenunschärfe schön sehen. Und jetzt ist das Schwierige bei Maya, diese Fokustiefe hier richtig einzustellen. Und es gibt eine Möglichkeit, das zu machen, und zwar, wenn wir nochmal auf Camera Attributes gehen, dann haben wir vorher gelernt, mit der Far- und Nearplane kann ich quasi einstellen, wie weit die Kamera rendert. Und das machen wir jetzt einfach nochmal. Wir gehen hier mal auf 500 und gehen mal auf 1000. Und jetzt merken wir uns einfach mal hier diese Linie. Das bedeutet, wenn wir jetzt den Wert 1000 in unsere Focus Distance eintragen, dann haben wir hier den schärfsten Punkt quasi der Kamera. Und das ist jetzt aber natürlich relativ mühsam, wenn ich so erstmal gucken muss, ah okay, hier über dem Radkasten möchte ich meinen Fokus, wo ist das? 700, alles klar, dann trage ich das hier ein und gehe hier wieder auf den normalen Wert, dann ist es relativ anstrengend, hier diesen Fokus quasi so einzustellen. Und hierfür gibt es jetzt eine Möglichkeit, das Ganze zu optimieren. Dafür schalte ich den Depth of Field nochmal aus und mache jetzt Folgendes. Und zwar gehe ich auf Create Measure Tool Distance und kann mir jetzt hier zwei Punkte festlegen und Maya rechnet jetzt quasi einfach zwischendrin die Distanz aus. Dafür muss ich nur zweimal einen Linksklick machen an die Stelle, wo ich eben den Punkt setzen will. Und diese Distanz ist eine absolute Distanz, genauso wie die Near Clipping und Far Clipping Plane quasi eine absolute Distanz ist. Und diese Distanz wollen wir jetzt quasi auslesen und in unsere Kamera einfügen. Und um das Ganze nicht zu kompliziert zu machen, machen wir es jetzt folgendermaßen. Wir nehmen unsere Kamera, die wir Kamera Depth genannt haben, und setzen die hier manuell einfach mal auf den Weltursprung. Und wir sehen schon, unsere Perspektive verändert sich jetzt auch. Das ist relativ ungünstig. Deswegen gehen wir auf Panels, Perspective und wählen hier einfach die Persp aus, also quasi die Originalperspektive, um wieder eine ganz normale Kamera an sich zu haben und diese Camera Depth jetzt quasi frei bewegen zu können, ohne dass wir in dieser Kamera das Ganze sehen. Ich skaliere die jetzt mal ein bisschen größer, dass man hier sieht, wo diese Kamera quasi jetzt gerade am Weltursprung sitzt. Und was wir jetzt machen wollen, ist, wir nehmen einen dieser beiden Locator. Ich nehme jetzt mal den Locator 1 und setze den ebenfalls an den Weltursprung, dass er quasi genau an der gleichen Stelle liegt wie meine Kameralinse. Und jetzt ziehe ich mir den Locator mit der mittleren Maustaste auf meine Kamera Depth drauf. Jetzt ist er quasi in dieser Kamera drin. Und das Schöne ist, wenn ich jetzt die Kamera bewege, sieht man schon, dieses Measure-Tool bewegt sich quasi automatisch mit und misst immer die Distanz aus. Und wer clever mitgedacht hat, merkt jetzt schon, dass wir quasi mit dieser Seite hier dann den Fokus einstellen können, wo wir quasi den Brennpunkt bzw. die Schärfe haben wollen. Und die kann ich jetzt quasi so anpassen, indem ich hier auf den Locator draufgehe und mit V das Ganze einfach an die Polys dran snap, wo ich quasi jetzt den schärfsten Punkt haben will. Wenn wir jetzt nochmal in die Kamera reingehen, wieder über Panel, Perspective, Camera Depth, dann müssen wir jetzt quasi einfach nur nochmal unser Fahrzeug fokussieren und hier in die richtige Perspektive reingehen. Und wenn ich jetzt die Tiefenunschärfe anmache, sehe ich logischerweise erstmal noch keinen Unterschied. Also das Ganze wird hier jetzt noch nicht anfokussiert. Warum? Weil wir die Werte von dem Distance-Tool und der Kamera quasi noch nicht miteinander verknüpft haben. Das geht aber relativ einfach. Und zwar muss ich jetzt den Windows Node Editor rausholen. Und wenn ihr jetzt hier mehrere Sachen geöffnet haben sollt, dann scrollt einfach einmal raus, markiert alles und geht hier auf dieses Minus.
Und jetzt wählen wir einmal unser Distance Tool aus und drücken auf Plus, um quasi dieses Distance Tool zu haben. Und wir gehen auf die Camera Depth und gehen hier auch auf Plus, um die Kamera zu haben. Diese Ordner Nodes brauchen wir nicht, sondern wir nehmen einfach nur die Kamera und dieses Distance Tool. Das kann ich mir jetzt ausklappen und kann jetzt hier den Wert Distance quasi verwenden und den in meine Kamera einspeisen. Und bloß nochmal zum Verständnis, wenn ich die Kamera hier aktiviere, dann haben wir vorher festgestellt, dass die Focus Distance quasi die Distanz ist, auf der wir den Fokus haben wollen. Das bedeutet, wir müssen hier rein diesen Distance-Wert übertragen. Und jetzt falte ich mir das Ganze hier einfach auch auf und schau mal, wo hier meine Focus Distance ist. Das wäre das hier. Und jetzt kann ich das Ganze einfach reinziehen. Und ihr seht, wenn ich das Ganze reinziehe, bekomme ich automatisch den Fokus an der Stelle, wo ich ihn eben haben möchte. Und das Schöne ist jetzt, dass ich in dieser Kamera jetzt eben einen aktiven Fokus habe. Also wenn ich mich weiter weg bewege, bleibt diese Stelle trotzdem scharf. Und wenn ich näher hingehe, bleibt die Stelle trotzdem scharf. Und ich habe dann eben an der Stelle, wo ich nicht meinen Fokus gesetzt habe, logischerweise die Tiefenunschärfe. Das Schöne ist jetzt, dass ich diesen Locator 2, den ich hier hingesetzt habe, quasi überall hinsetzen kann. Also ich kann den jetzt wieder schnappen und mit V an die Polys dran snappen und habe dann jetzt beispielsweise hier hinten den Fokus gesetzt. Oder wenn ich zum Beispiel hier jetzt den Spiegel vielleicht im Fokus haben will, dann schnappe ich mir einfach den Punkt und setze den hier hin. Manchmal muss ich ein bisschen händisch nachjustieren, weil das nicht immer 100% richtig snappt. Und habe dann eben meinen Fokus an der Stelle. Ihr seht schon, die Tiefenunschärfe ist nicht 100% perfekt in Maya, aber einfach um schnelle Screenshots, um schnell einem Kunde mal was zu präsentieren, ist es echt nicht dumm, sich das Ganze einmal einzurichten und dann das wirklich interaktiv nutzen zu können. Und dann so eben relativ schnell Bilder, Gestaltungswelten erzeugen zu können, wo man sich eben schon mal eine grobe Idee von einem Fahrzeug erzeugen kann, ohne dass ich das jetzt irgendwie erstmal nach Unreal exportieren muss oder sonst irgendwo hinziehen muss. Ich hoffe, das Ganze hilft euch. Wenn es euch Spaß gemacht hat, dann empfehlt das Video natürlich gerne weiter.